Hallo, mein Name ist Frank McDonald, alias der Schotte, und willkommen zur ersten Staffel Folge 27 hier Minecraft Plus Offline. Und das letzte Mal hatten wir uns ja den Assembly Table aufgesetzt und der steht ja hier unten und auch gleichzeitig hier einen kleinen Wassertank in die Ecke gestellt. Und bei dem Assembly Table habe ich hier mal drei normale Gates gebaut, die ich ja brauche, um später mit meiner Bienenproduktion weiterzukommen. Und ich habe mir gedacht, wir gucken mal, beziehungsweise ich schaue mal, ob ich mittlerweile mal die Blast Furnace aufbauen kann. Und da gucken wir dann auch gleich mal, wie es da aussieht. Ob ich da dafür genügend Sachen zusammen habe, denn ich möchte jetzt wirklich mal so langsam aber sicher mir die Quarry zusammenbauen. Und dafür brauche ich ja natürlich Stahl. Und ohne das Stahl geht gar nichts. Von daher gucke ich mal, ob ich das jetzt nicht so langsam aber sicher mal in die Wege leiten kann. Kupfer habe ich immer noch keins. Aber na gut. Man kann nicht alles haben. So, die nehme ich jetzt mal mit und gehe noch mal ganz kurz in den Nether, um da hier die Lava-Cans wieder aufzufüllen. Gehen wir mal vorbei, gucken wir mal, wie es da aussieht. Und dann schmeißen wir die mal da rein, lassen die mal eine Runde laufen. Und dann gucken wir jetzt mal nach der Blast Furnace. Dafür brauchte ich ja Nether Bricks. Autsch. Und Nether Bricks, ja, sieht schlecht aus. Das heißt, ich muss doch noch mal in den Nether. Dann machen wir das. Aua! Lass mich doch mal in Ruhe, du komischer Vogel da. So, die zwei packe ich da wieder rein. Die Lava-Cans, ja, ballern wir mal hier voll, damit wir hier noch ein bisschen Obsidian zur Verfügung haben. Und die nehme ich dann mal so weit mit. Ja, Nether. Wie sieht's mit Soul Sand aus? 50, das reicht auf jeden Fall. Und Blaze Powder. 20 Stück. Slime Balls. 20 Stück. Ja, fehlen nur noch eigentlich Nether Bricks. Und da brauchten wir, wenn mich mein Kopf jetzt gerade nicht im Stich lässt, 36 Nether Bricks. Das heißt, ich muss hier mal einiges abbauen und lass jetzt hier an der Stelle gerade mal auf. Versichere mich mal, dass hier, da hinten schwebt er wieder rum, der freundliche Herr von nebenan, und deswegen gehe ich hier mal. Puh, das war knapp. Ja, da geht's dann auch nicht lang. Entschuldigung, aber ich mache hier mal zu. Ich habe nämlich keine Lust, da runterzufallen. Von daher buddel ich mich mal in die Richtung und hoffe mal, dass er mich nicht unbedingt gleich sieht. Denn ich bin ja, wie gesagt, noch absolut nicht ausgerüstet, um in den Kampf zu gehen mit diesen freundlichen Gesellen, möchte ich sie mal nennen. Von daher gucken wir mal, dass wir uns hier ganz unbemerkt durch den Netherrack hier durchbuddeln. So, wie viel haben wir dann? 64, 19, nee, noch zu wenig. Den einen Stack mache ich hier noch voll. Und dann können wir eigentlich auch gleich wieder zurückgehen. Hallo? Wieso offen? War ich hier schon mal gewesen? Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich hier schon mal gewesen bin. Okay. Na ja, gut. Dann machen wir das so und so und
gehen mal in die Richtung und hauen da noch mal welche weg. So, und einen noch. Dann gehen wir jetzt mal wieder ganz schnell rüber und gucken mal. Beziehungsweise zwei Stück brauche ich ja noch, damit ich hier die Tür wieder zumachen kann. Und zack, rein, Tür zu. Na du, freundlicher Geselle. Du mit deinem Goldschwert, wenn ich dir jetzt eine auf die Nase klopfe, bin ich eh gleich wieder weg. Von daher lasse ich dich da stehen. Die machen ja so lange nichts, wie wir sie nicht unbedingt angreifen. Und, nein, nicht Extractor, sondern Kompressor. Und das ist jetzt natürlich eine ziemlich langwierige Geschichte, bis hier die ganzen Netherbricks durch sind. Ja, gehen wir doch mal eine Runde pennen und gucken dann mal, was unsere schönen Bienen hier drüben veranstalten. Und da müsste eigentlich, ja, ein Honeycomb und zack. Die haben immer noch keine Lust, irgendwas abzuschmeißen. Und da haben wir zwei Honeycombs. Und das sieht doch jetzt endlich mal gut aus. Zwei Bienennachwuchsdrohnen auf einem Haufen. Das heißt, ich kann eigentlich bald mal so mir noch eine Apiary aufbauen. Oder aber noch ein paar Common Drones mir zurecht wachsen lassen, also züchten, um dann die nächste Stufe der Bienen hier einzuläuten. Was flammt da? Achso, ja, Kerzen, Fackeln. Achso, ja, dabei fällt mir ein, ich laufe hier die ganze Zeit ohne Fackeln durch die Gegend, was natürlich nicht unbedingt vorteilhaft ist. Von daher zeige ich euch mal eine kleine andere Möglichkeit, sich Fackeln herzustellen, und zwar aus Bienenwachs und Sticks. Und wir brauchen dafür einen Stick und zwei Beewax oben drüber, und da kriegen wir drei Fackeln raus. Und das ist eigentlich eine willkommene Alternative zu dem normalen, zu der normalen Kohlefackel. So, wie sieht's hier aus? Das sieht soweit gut aus. Schmeißen wir das mal hinterher und das und dann dich noch. Und dann haben wir jetzt eigentlich sämtliche Sachen hier durch. Was haben wir da? 6 Stück. Oh, dauert noch ein bisschen. Gut, gucken wir mal hier. Das sind 25. Der eine brutzelt da noch. Dann kümmern wir uns doch mal ein wenig um unsere Kühe. So, gucken wir mal. Chicken, Blaze, Co. Wer sich wundert, warum ich so viele Blazes mittlerweile gekillt habe, das ist ganz einfach erklärt. Ich kann mit dem Soul Shard in der Hand auf einen Spawner draufgehen. Also Skelett-Spawner, Zombie-Spawner, Blaze-Spawner, also die Spawner, die es gibt, müssten, glaube ich, alle funktionieren. Wenn ich mit einem Soul Shard in der Hand einen Rechtsklick auf den Spawner mache, kassiere ich gleich 200 Seelen. Und somit hat man ruckzuck einen Skelett-Spawner und einen Zombie-Spawner zusammen. Oder aber auch einen Play-Spawner. Und wenn es noch für die Endermans sowas gäbe, dann wäre das natürlich an der Stelle. Jetzt versteckt der sich unter meiner Baumfarm. Ich glaub's ja nicht. Wäre das natürlich auch noch was Schönes. Was ist mit dir? Du hast wahrscheinlich wieder... Ja, du bist leer gelaufen. Okay, dann mal hier wieder einige gekillt, denn ich brauche auch gleichzeitig noch ein bisschen Leder, um bei Stormcraft vorwärts zu kommen. Und ich hoffe, ich bringe sie jetzt nicht alle gleich um die Ecke. Nee, einige haben wir noch. Gut. So, du weg. Und du weg. Und dann nehmen wir dich noch. Na, bleibst du wohl...
bleibst du wohl. So, wie viel haben wir? 12 Stück? Müssen wir mal gucken, ob das ausreicht. Auf jeden Fall, ich brauche noch einiges an Rubber. Und jetzt gehe ich erstmal hier in meine Sawcraft-Ecke und schmeiß mal hier das Leder da unten rein, damit ich hier die Warded Stone Doors fertig bekomme. Denn da warte ich mittlerweile auch schon ein bisschen drauf, dass ich das fertig kriege. Und dann gucke ich auch mal gleich ins Buch, wenn ich wieder drüben bin, was ich da mittlerweile alles so habe. Denn ich habe jetzt vor geraumer Zeit damit aufgehört. Und mir fehlt natürlich jetzt wieder ein Stück Leder. Super. Wie viel brauchen wir denn? Ja, super, geil. Okay, dann muss ich damit wohl noch ein wenig warten, bis ich damit fertig bin. Naja gut, dann widmen wir uns doch mal wieder unserem Netherbreak zu und hoffe, dass da mittlerweile einige zurechtgestutzt sind, komprimiert, 16 Stück. Ich noch ein wenig. Aber die, wo wir jetzt schon mal haben, nutzen wir an der Stelle. Und dann nehme ich mir hier mal 16 Soul Sand. 9 Magma Cream hatten wir gebraucht für die ganze Sache. Und dann brauche ich hier noch Slime Balls. 25 Stück. Ja, die packe ich mal dahin. Die packe ich mal dahin. Dann sollte da jetzt eigentlich die Möglichkeit bestehen, wenn ich die da reinpacke. Das waren die falschen, die will ich haben. Und das Ganze dann dahin mache und dann den Soul Sand dahin. Dann war das andersrum. Okay, dann machen wir das mal so. Und dann kriegen wir hier Blast Furnace Bricks raus und die brauche ich ja, um Stahl herzustellen. Und da gucken wir doch mal, 12 Stück ist noch ein wenig. Da haben wir ja noch welche drin, aber ich möchte ja das Rezept hier jetzt nicht gerade zerstören. Von daher, ja, 4, wie viel hatte ich insgesamt gebraucht? 34 und laut der Wiki brauche ich ja insgesamt 36. Von den Furnace Bricks. Und von daher packe ich die jetzt mal da rein. Und ich mache hier mal eine kurze Aufnahmepause, denn gerade klingelt das Telefon. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach ja, Blast Furnace. 6 Stück, immer noch zu wenig, die packe ich aber trotzdem da mal mit rein und ziehe mir mal die nächsten raus. Und jetzt habe ich doch das Rezept platt gemacht. Das war eigentlich jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache, von daher da und dann mal da wieder abgewartet und 5... 4, 3, 2, 1 und fertig. Na, jetzt aber. So, dann haben wir das Rezept gleich wieder dahingesetzt. Nein, war doch wieder anders da. Also wieder rumdrehen das Ganze. Und jetzt gehe ich schon mal nach unten und baue mir hier mal so die ersten paar Sachen von der Blast Furnace auf. Packen wir am besten hier hin und dann so, einmal so und dann da und dann dahin. War die jetzt 3x3x3 oder war die 3x4x3? Ich glaube, die war 3x4x3, wenn mich nicht alles täuscht. Da muss ich aber mal gleich gucken. 36 Stück müsste 3x4x3 gewesen sein. Aber das wollen wir ja gleich rausfinden. So, da packen wir mal die restlichen da rein.
Und die packe ich mal dahin. Ja, und während wir hier warten, räumen wir mal hier ein kleines bisschen das Inventar auf. Schlaue Kiste, nimmst du bitte mal den Soul Shard entgegen mit 72 Kühen. Dann Nahrung. Fleisch ohne Ende. Slime Balls, wo packe ich denn die am besten hin? Am besten bei Stormcraft mit rein. Denn da sind die restlichen schon drin. Ach ja, ich wollte ja mal kurz gucken, wie weit ich hier jetzt eigentlich gewesen war. Und da haben wir hier noch die zusätzliche Erde. Sormic Bees hatten wir noch gar nichts gemacht. Den Sormium Crafter hatten wir. Sormic Scoop hatten wir. Die ganzen Werkzeuge. Das Portable Hole. Mirror Magic. Magical Hand Mirror. Boots of the Traveler. Und da klingelt schon wieder das Telefon. Kleinen Augenblick. Ich bin gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Ja. Irgendwie ist heute Tag der Anrufe. Ich weiß auch nicht. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich mir nicht hier mal was Schönes herstellen kann. Und zwar die Boots of the Traveler hatte ich ja mir erforscht. Und da gucke ich dann auch jetzt mal, was ich da dafür brauche. Und zwar das, was ich natürlich nicht habe. Leder. Enchanted Fabric und dann Air Shards. Enchanted Fabric war ja Strings und Wolle. Da hat es ja keine Rolle gespielt, was. Tja, Wolle, Strings, Leder. Okay. Dann lass mich hier mal raus. Gehen wir noch mal kurz in die Hütte rüber. Da war ich dann doch ein bisschen voreilig. Da oben ist ein Skelett. So, zack. Und noch mal hier rein und dann mal geguckt, was wir hier an Strings haben. Schlaue Kiste. Sag an. Strings. Irgendwie keine Strings. Okay, dann werden die sehr wahrscheinlich drüben sein. Wie sieht's aus mit Wolle? 13 Stück. Okay. Dann fehlt wirklich nur Leder. Okay, dann muss ich wohl, sobald ich noch ein paar Kühe mehr habe, mal hier mit dem noch ein bisschen Leder schlachten. So, jetzt gehe ich aber erstmal kurz runter und guck mal hier wegen der restlichen Blast Furnace, ob das nicht doch so gewesen ist. Ich glaube aber eher, das war... Nee, das war so nicht. Dann war sie vierstöckig. Okay, dann dich hier raus. Und dann brauchen wir noch ein paar. So, zack, zack, zack. Und dann 6 Stück brauche ich noch. Das heißt, ich brauche noch 8 Netherbrick und 8 Soul Sand. Soul Sand, 8 Stück. Einmal. Und wie sieht's hier aus? Da haben wir 3. Und da haben wir 5. Das sieht gut aus. Das gut. Und das gut. Und jetzt haben wir 8 Stück. Das heißt, wir haben 2 über an der Stelle. Und dann können wir mit unserer kleinen Stahlproduktion anfangen. So, dann packen wir die mal dahin. Und dich da, da, da und da. Und jetzt sollte hier eigentlich... Ja. Blast Furnace. Sehr schön. Refined Iron und Kohle. Oder? War das Kohle oder war das Charcoal? Oder
Wie war das jetzt? Charcoal, Coal Coke. Ja, Charcoal. Ja, da muss ich wohl ein bisschen Holz verbrutzeln, um das hinzubekommen. Und um Stahl herzustellen, muss ich jetzt doch noch mal kurz gucken. Steel Ingots. Steel Ingots. Ja, das ist klar. Das ist auch alles klar. Steel Dust in Steel Ingot. Okay. War da nicht irgendwas mit Refined Iron? Irgendwie hatte ich da was im Hinterkopf, dass das auch mit Refined Iron ging. Nun gut, gucken wir gleich mal. Na, lass mich hier mal um die Ecke. Ich nehme mir dann hier mal großzügig einen 64er Stack und pack den mal in die Powered Furnace rein. Und baue mir dann mal ein bisschen Charcoal zurecht. Guck dann mal, wie es aussieht mit Refined Iron. Und in meine schlaue Kiste verschwinden die restlichen Blöcke von der Blast Furnace. Das Refined Uranium kommt hier rein und Refined Iron, genau, haben wir da. Und dann schauen wir doch mal. Charcoal? Hallo? Nein? Will er nicht? Mag er nicht? Darf er nicht? Ah, da ist es doch. So, nehmen wir mal 3 Stück mit. Dann können wir schon mal gucken, ob das funktioniert. Und dich schmeißen wir dahin und das geht natürlich jetzt nicht. Okay. Das heißt Folgendes. Wir brauchen das Forge-Lexikon. Und das wird folgendermaßen hergestellt. Wir brauchen ein normales Buch, ein Gold, ein Eisen und eine Cyanwolle. Gesagt, getan. Einmal nach oben bitte. Und dann wollen wir doch mal schauen, dass wir hier noch Cyan herkriegen. Cyan. Gucken, kann ich dich in Cyan? Nein, das ist leicht blau. Cyan? Cyanit. Nee, das war was anderes. Okay, ich brauche für Kaktus und Indigo, um Cyan herzustellen. Oh. Ah, da haben wir sogar noch ein Cyan. Sehr schön. Dann hat sich das an der Stelle dann auch erledigt. Dann brauche ich jetzt hier noch eine Wolle. Und dich dahin und dich dahin und eine Cyanwolle. Wie war das noch hier mit Forge-Lexikon? Ein Gold und ein Eisen. Ein Gold, ein Eisen. Einmal und einmal. Und dann noch ein normales Buch. Das Buch. Mistcraft. Ein Buch. So. Dann einmal da und einmal da, da und da. Und dann haben wir ein Forge-Lexikon. Und mit dem Forge-Lexikon in der Hotbar unten ein Rechtsklick drauf. Shift-Rechtsklick. Und dann können wir das Refined Iron, was wir dann hier reinlegen, in das Iron umändern, was Only Own Entry? Das kann nicht ganz sein. Okay. Moment, jetzt muss ich mal hier ganz kurz durchgucken. Normalerweise kann ich da damit Stahl herstellen. Und das Stahl Pulverizer, Shape it IC2 Crafting, Macerator, Industrial Blast Furnace, Steel Ingot. Okay,
Aber in der normalen Blast Furnace nicht, oder wie? Ist ja ganz was Lustiges. Dann schauen wir doch mal hier. Wie sieht's da aus? Ja, Blast Furnace. Aber aus was wurde das hergestellt? War das normales? Ach, das war normal. Ah. Okay. Folgendes merken. Normale Blast Furnace Iron Ingot. Industrial Blast Furnace Refined Iron. So, jetzt gucken wir mal hier um die Ecke. 58. Dann packen wir die mal mit unten rein. Macht ja nichts. Das Forge-Lexikon ist trotzdem sehr sinnvoll. Denn damit haben wir die Möglichkeit, hier uns die Sachen zu tauschen. Und zwar kann ich jetzt, wenn ich hier Steel Ingot habe, zum Beispiel, das dauert jetzt an der Stelle natürlich einiges, bis das hier fertig ist, dann kann ich das zum Beispiel in ein anderes Steel Ingot umtauschen, wenn das in dem Rezept nicht funktioniert. Und dafür ist das Forge-Lexikon gedacht. Das packe ich mir am besten mal in meine schlaue Kiste mit dazu am besten. Zack, da rein. Und das Sormcraft-Buch packen wir mal da rein, denn ich habe ja noch kein Leder, um hier weiterzumachen. Von daher muss ich da erst noch ein bisschen auf meine Kühe warten. Und jetzt gucken wir mal hier unten, wie es hier so ausschaut. Und während ich hier dann ein bisschen auf das Stahl warte, gucke ich auch gleichzeitig nochmal was anderes. Und so, dahin und dahin. Und jetzt gucken wir hier mal wieder. So, das heißt, wir haben noch circa 4 Minuten. Was machen wir jetzt in den 4 Minuten, wo wir hier warten? Gute Frage. Gehen wir noch mal in den Nether, holen uns die restlichen Lava-Cans und wie gesagt, also ich hoffe, euch gefallen die Folgen bis jetzt und auch so das, wie ich so erkläre und so weiter. Und wie gesagt, also für Anregungen, Kritik und sonstiges bin ich immer gerne zu haben. Ist der jetzt direkt hier oben drüber oder was? Also der Pigman scheint sich hier mit meinem Buch angefreundet zu haben, auch wenn er nicht wirklich was versteht da davon. Naja, okay. So, Lava Cans nach unten, dass wir unten wieder Lava haben. Und ja, dann zack, da rein. Und dann kann das Ganze hier nämlich gleich wieder durchlaufen, denn der Tank ist mittlerweile ratzeleer. Da ist, ja, soweit voll gewesen. Mosey Cobblestone, wie sieht's damit aus? Das ist wieder komplett, das schlachte ich dann gleich aus. 2 Stück? Fehlen immer noch 2. Um die ersten Plates herzustellen. Und diese brauche ich, ja, genau, für die Diamond Drill. Und da können wir gerade mal gucken. Eine normale Drill wurde hergestellt aus Steel Blades, einem Electronic Circuit und einer Batterie. Wisst ihr was? Das machen wir noch schnell. So, dann gucken wir mal. Wir brauchen Folgendes. Kupferkabel und Zinn und Redstone und was war das noch? Electronic Circuit, Kupferkabel, Refined Iron, Redstone. Okay, dann gucken wir mal hier nach dem Refined Iron wieder. Da reicht ja 1. Und dann gehen wir mal hier rüber. Und Refined Iron.
Und dann zwei Redstone-Kupferkabel drumrum. Und dann haben wir das schon einmal erledigt. Und jetzt hier noch die Batterie hergestellt. Da war ja ein Kupferkabel oben drauf. Und wenn mich nicht alles täuscht, zwei Redstone in der Mitte. Genau. Dann haben wir das, das. Und jetzt fehlen wirklich nur noch die Plates an der Stelle. 5 Stück. Das heißt, wir brauchen insgesamt 20 Steel. Ja. Und da warte ich außerhalb der Aufnahmezeit drauf. Denn wie ich sehe, wir haben schon wieder 30 Minuten auf dem Tacho. Und ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für die Folge jetzt im Moment. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Frank McDonald alias der Schotte. Willkommen zur ersten Staffel Folge 28 hier Minecraft Plus Offline. Und ich wünsche euch viel Spaß bis dahin. Und ihr wisst Bescheid. Google Plus, Facebook, Fanpages, Kommentare, Abos, Likes. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.